Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Simone Hauswald. Ihr goldener Karriereeinstieg, der Abgang am Höhepunkt und warum Mentaltraining bei ihr noch heute eine Rolle spielt. So schnell sieht man sich wieder, Hendrik, nach Freitag, ne? Also diesmal nur 2 Tage, ansonsten sehen wir uns ja eigentlich gar nicht, muss man sagen. Ja, mit Freitag haben wir dem einen oder anderen dann eine kleine Freude bereitet, hatte ich das Gefühl. Kam gut an bei euch. Ja, ich denke, wenn man so lange im Biathlon verankert ist, hat man auch den einen oder anderen Fan natürlich auf seiner Seite, definitiv, ganz klar. Ja. Und wenn man dann noch so erfolgreich ist dazu und auch noch so sympathisch in seinen Interviews immer, ne? Aber auch bei uns natürlich im Podcast. Mhm. Kann man nicht anders sagen, Hendrik. In dieser Woche sind wir aber wieder zurück in Deutsch, ne? Liegt uns auch ein bisschen besser, würde ich sagen. Da stimme ich dir zu. Und diesmal haben wir eine Athletin zu Gast, die, ja, ich denke, Teil der erfolgreichsten Zeit im deutschen Damenbiathlon war, Simone Hauswald. Mhm. Teil der, wie könnte man es anders bezeichnen, als goldenen Generation im Biathlon, zusammen mit Kathi Wilhelm, Uschi Diesel, Andrea Henkel, Magdalena Neuner teilweise noch, also... Das waren die goldenen Zeiten, wo Deutschland fast in jedem Rennen irgendwen auf dem Podest hatte. Und sie war eben Teil davon und hat natürlich auch einiges mitgenommen in ihrer Karriere. Ja, auf jeden Fall. Die goldene Ära. Also so würde ich es auch bezeichnen. Gerade wenn ich halt einen der Namen höre, die du jetzt da gerade aufgezählt hast, dann kommt mir dieser Begriff immer wieder in den Kopf. Und Simone war ein großer Teil davon. Karriere mit Höhen und Tiefen. Ja, wie es bei so fast jedem Athleten der Fall ist, der nicht gerade Böhm-Nachnamen hat. Ja, das bleibt nicht aus. Mhm. Nein, aber haben wir natürlich auch mit ihr drüber gesprochen, ne? Also wie sie auch vielleicht mit ihren Tiefphasen umgegangen ist. Mhm. Und ja, auch natürlich, wie sie ihre Karriere so im Rückblick betrachtet. Der eine oder andere wird sie auch noch als Denkinger kennen, ne? So ist sie auch jahrelang unterwegs gewesen, bis sie ja. eben geheiratet hat. Aber die größten Erfolge kamen dann auch mit dem Namen Hauswald. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, ne? Da hat sie auch kurz drüber gesprochen im Interview, dass sie ja ihren Namen gewechselt hat und sich dann auch was bei ihr vielleicht verändert hat, wer weiß. Und hat ja dann ihre Karriere auch wirklich auf dem Höhepunkt beendet, also wo sie wirklich in Topform war, ne? Läuferisch, also wenn man sich die Statistik anguckt, aber auch wenn man sich dann eben die Titel anguckt, die sie da mitgenommen hat und war ja auch zum Schluss dann Zweite im Gesamtweltcup, also ziemlich nah dran an dem großen Pott, beziehungsweise im Biathlon sagt man eher an der großen Kugel. Ja, genau, also man braucht da auch nur mal gerade an Oslo zu denken, ich glaube, das genügt schon. Wenn man das hier so anteasert. Ja, wer die Simone nicht kennt, der erfährt hier jetzt mal wirklich Biathlon aus einer älteren Zeit, ne? Denn sie war ja von 2000 bis 2010 aktiv. Und zumindest im Weltcup, ja, genau. Also genau. Und hat ja auch was aus dem Biathlon mitgenommen in ihr heutiges Leben, ne? Also ihr aktueller Beruf hat natürlich auch wieder damit zu tun, aber mehr dazu natürlich dann im Interview mit Simone. Aber Hendrik, wo wir auch gerade bei goldener Generation sind, in der letzten Woche konnte man auch noch eine Dame sehen. Ja, die war nicht aus der goldenen Generation, ne? Dafür war sie dann zu spät dabei, aber ist immerhin die erfolgreichste Dame der letzten 5, 6 Jahre im Biathlon. Der Laura Dallmayr war auf der Seiser Alm mit dabei. Und jeder spekuliert auf ein Comeback. Ja, ich glaube, das ist ausgeschlossen leider, aber man kann natürlich mal drüber nachdenken. Hatte, glaube ich, dann auch eher mit den Sponsoren zu tun. Adidas, davon wird sie ja auch noch gesponsert, immer noch auch als nicht mehr aktive Biathletin. Ja, ich glaube, diese ganze Aktion dann um die Seiser Alm herum wurde dann von T-Rex oder wie heißt es, T-Rex, Adidas, unterstützt. T-Rex. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Ja, und da ist Laura scheinbar noch Teil und hat die deutschen Damen dann da an der Kletterwand, glaube ich, auch ordentlich hochgepusht. Ja, ist auch selber nochmal da hochgegangen. Klar, ist ja auch immer noch im Klettern aktiv. Ist ja ihre Leidenschaft. Ich denke, das weiß so ziemlich jeder. Ja, ein Comeback können wir auf jeden Fall ausschließen. Also ich denke, das ist ausgeschlossen. Leider, denn ich denke, in Form ist sie auch immer noch. Aber ja, das Trainingscamp ist auch wieder vorbei für die deutschen Damen. Und Hendrik, wir können ja schon ankündigen, in den nächsten Wochen haben wir auch wieder einiges auf Instagram geplant. Also einiges Neues, um euch dann eben die Monate, die Wartezeit bis zur neuen Saison, bis zur Olympiasaison nochmal zu überbrücken. Ein bisschen Zeit ist es ja noch bis dahin. Ja, unsere Datensammlung, die füllt sich langsam, also da kommt wieder was auf euch zu. Aber Ron, ich habe auch in den Kalender geguckt, macht man ja schon mal und da fällt mir auf, es ist gar nicht mehr so lange bis zu den ersten Sommer-Events. Ja, Anfang August geht es auch schon los, ne? Ich glaube, Matafokat Nordic Festival, nee, Blink Festival ist das erste, dann kommt, glaube ich, das City Biathlon und dann auch schon Matafokat Nordic Festival oder sowas. Sommer-Biathlon-WM ist auch noch irgendwo dazwischen. Also im August, September folgen dann auch schon die deutschen Meisterschaften, auch die anderen nationalen Meisterschaften. Da ist einiges geboten dann auch wieder zu der Zeit. Ja. Da wird es auch teilweise wieder Streams geben, wenn wir natürlich auch alles dann ankündigen auf Instagram. Genau. Keine Sorge, ihr verpasst da nichts, wenn ihr uns folgt. Und ich würde sagen, mit diesen Wochen, Hendrik, sind wir auch erstmal durch mit den Neuigkeiten der Woche und wünsche euch wie immer viel Spaß mit Simone Hauswald und uns. Ja, macht euch bereit. Es geht los.
Ja, Simone, wir haben ein bisschen was vorbereitet für dich zu deiner Biathlon-Karriere und natürlich dann auch, wie es danach weiterging. Ne? Ist ja schon ein bisschen her, wo du aufgehört hast. Und wir hoffen natürlich, du bist bereit hier für unsere kleine Zeitreise. Ja, immer. Gerne. Sehr schön. Super, Simone. Wo sollen wir da besser anfangen als ganz vorne? Erzähl uns und unseren Zuhörenden nochmal, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Ja, zum Biathlon bin ich durch meinen Papa gekommen. Der war früher auch bei der Bundeswehr und hat da auch schon Biathlon gemacht. Also das war, ja, man kann das so vergleichen wie die Sportfördergruppe aktuell. Damals war er mit, ich glaube, zu 10 sind die dann von Oktober bis März irgendwo auf eine Hütte im Nordschwarzwald gegangen, hatten da einen eigenen Koch dabei und durften da nur Biathlon machen. Also das war schon eine coole Geschichte. Und es hat ihm irgendwie so viel Spaß gemacht, dass er dann auf dem Heuberg, da auf der Schwäbischen Alb, einen kleinen Stützpunkt aufgemacht hat. Und ja, ich bin ja in Wehingen aufgewachsen und damals gab es in Wehingen noch keinen Skiclub und dann ist er in das Nachbardorf gegangen, da gab es schon einen und hat da eben so einen kleinen, wie ich schon gesagt habe, Stützpunkt aufgebaut, eine kleine Truppe um sich geschert und war da eben Trainer. Ja, und so habe ich dann eben auch durch die Familie einfach den Bezug zum Biathlon erfahren und bin dann auch schon relativ früh auf die Langlaufski gestanden und mit 10 Jahren bin ich dann mal mitgegangen ins Schützenhaus. Also damals gab es da noch keine Biathlonanlage in Großheim. Und da war ich das einzige Mädchen. Es hat mir aber Spaß gemacht, mit den Jungs da laufen und schießen. Und ja, und dann ging mein Weg ins Biathlon dann einfach los. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, da auch immer wieder zu trainieren. Und ja, ich sag mal, mit 11 habe ich dann auch schon nicht nur 2-mal in der Woche trainiert, sondern versucht auch jeden Tag was zu machen. Und es war schon so meine Ambition dann auch, ja, mal im Fernsehen zu sein. Und damals habe ich ja Uschi Diesel, Fritz Fischer, alle immer bei den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen vom Fernsehen bewundert und da mitgefiebert. Und ja, und somit hat sich dieser Wunsch dann auch so in meinem Herzen eingeprägt. Und dann habe ich da auch nie wieder losgelassen davon. Ist denn dein Vater auch im Weltcup gelaufen? Nee, mein Papa ist nicht im Weltcup gelaufen. Also der hat dann ja so auf regionaler Ebene, sag ich jetzt mal, Wettkämpfe bestritten und war so sein Weg. Er war dann eher so der leidenschaftliche Trainer. Aber du wusstest dann also, wie ich das jetzt schon so ein bisschen raushöre, früh wusstest du schon, dass du Profi-Biathletin werden willst, oder? Ja, also das war schon mein Ziel. Also ich war sehr ehrgeizig, manchmal auch zu überehrgeizig. Ja. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, mich da auszupowern. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann ja, ist mir Biathlon eigentlich schon auch in die Wiege gelegt worden, durch das, dass meine Mutter aus Südkorea kommt. Und ja. Ja, so diese ostasiatischen Weisheiten oder ja, diese Kultur, ja, dann eben auch so auf der einen Seite diese Ruhe und Gelassenheit widerspiegelt und auf der anderen Seite eben so dieses Schwäbische, das Westliche, Schaffen, Häusle bauen, was so mein Papa mitgebracht hat, kann man ja auch ein Stück weit vergleichen mit dem Laufen auf der Strecke und ja, ja, und dann diese zwei Parts dann auch miteinander zu vereinen und in Einklang zu bringen, das war schon irgendwie so meine Lebensaufgabe. Und dann habe ich eben auch mit Biathlon angefangen, tatsächlich mit Gewehr und Langlaufski. Und es hat sich jetzt irgendwie so durch mein Leben durchgezogen. Und gab natürlich sehr viele Momente, vielleicht greife ich da jetzt auch schon ein Stück weit vor, wo es einfach nicht so gelaufen ist. Und ja, da habe ich aber nie aufgehört, weil es war so ein Herzenswunsch von mir, da auch ganz oben in der Weltspitze anzukommen. Und ich bin froh, dass ich einmal mehr aufgestanden bin, wie liegen geblieben. Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Wir haben mal nachgeguckt. Dein allererstes gelistetes internationales Rennen, das war bei der Junioren-WM 1998. Da hast du auch direkt Gold gewonnen im Einzel damals. Und da kann ich mir vorstellen, einen besseren Einstand in eine Biathlon-Karriere kann es ja eigentlich nicht geben. Aber hast du es damals auch schon so gesehen dann, 1998? Also 98 war ja auch das Jahr, wo ich Abi gemacht habe. Ja. Und ich muss dazu sagen, im Vorfeld war ich auch nicht im C-Kader. Also der C-Kader qualifiziert sich ja dann auch für die Juniorenweltmeisterschaften. Und es gab ja dann immer, bevor die Saison dann losgegangen ist auf Ski, gab es dann immer so Ausscheidungsrennen, wo sich dann auch die aus den regionalen Kadern dann noch anbieten können für die Nationalmannschaft. Und da habe ich dann eben alles ausgepackt und habe mich dann noch im Dezember dann qualifiziert. Und durfte dann zu meinen ersten Juniorenweltmeisterschaften fahren oder fliegen. Und in Kanada begann meine Reise international und hat sich dann der Kreis dann auch in Vancouver wieder geschlossen. Und ja, das war schon sensationell, da als, sage ich jetzt mal, No-Name
da gleich im ersten Rennen dann eine Goldmedaille zu gewinnen und dann noch eins in der Staffel draufzusetzen. Also das war dann schon so ein goldener Start, sage ich jetzt mal. Ja, und du hast dann insgesamt in deiner Juniorenzeit dann eben diese zwei Goldmedaillen geholt und noch eine weitere Silbermedaille. Also ein No-Name bist du dann auf gar keinen Fall gewesen. Aber was hat denn das damals zu der Zeit bedeutet für den Seniorenbereich, wenn man als Biathletin dann Gold oder Silber bei einer Junioren-WM geholt hat? Ja, ich sag mal, das ist schon auch ein guter Einstand und dann auch so der nächste Schritt folgt dann eben auch. Und wenn man weiß, okay, ich habe jetzt da Fuß gefasst im Juniorenbereich, ja. Und dann ist der nächste Schritt eben dann auch diese Leistung dann auch im Seniorenbereich dann fortzuführen. Aber sag mal, Junioren und Senioren ist dann schon nochmal ein anderes Kaliber, eine andere Kategorie. Da geht es dann im Prinzip auch schon wieder von vorne los, wie wenn du jetzt vom Schülerbereich in den Jugendbereich dann auch wechselst, vom Luftgewehr in den KK-Bereich. Und ja, da heißt es halt wieder immer wieder aufs Neue zu trainieren, sich zu fokussieren, sich Ziele zu setzen und dann Schritt für Schritt nach oben zu arbeiten. Und ja, bei mir war es so, ich habe viele Jahre auch gebraucht, da Fuß zu fassen, mir meinen Platz auch hart zu erkämpfen. Da gab es andere, denen ist es leichter gelungen, aber das war einfach so mein Weg und Ich habe es dann doch schlussendlich auch geschafft. Ja. Der Weltcup hat dann auch wirklich nicht so lange auf sich warten lassen. Weißt du noch, was du für dein Weltcup-Debüt so im Kopf hattest? Was hast du dir da so vorgenommen? Mit welcher Einstellung bist du an den Start gegangen? Ja, das war damals 2001, glaube ich, in Antholz. Fast, nee. War sogar noch früher. Nee, 2002, gell? 2000 in Hochfilzen war es. Da bin ich das erste Mal Weltcup gelaufen. Ja. Was ihr alles wisst. Das ist mir irgendwie, ich sag mal, es ist schon aufregend, dann auch in der ersten Liga dann zu laufen. Und ja, ich habe mir da auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel vorgenommen, weil es sind einfach nochmal andere Athleten, mit denen du dich da misst. Und ja, also erstmal dabei zu sein, das ist schon mal ein großes Ziel gewesen und auch ein Traum. Und also ich habe mir dann nicht ausgemalt, da irgendwie. Also wenn man in die Punkte läuft, dann ist das schon mal gut für den ersten Weltcup-Einsatz. Ja, genau. Also im November 2000 war es dann endlich soweit. Der Einzel von Hochfilzen war dein Debüt. 33. Platz mit 3 Fehlern. Der Einstieg, wie war der für dich im Weltcup? Wo du ja erstmal im Mittelfeld unterwegs warst, nachdem du ja vorher im Juniorenbereich so erfolgreich warst. Ja, also durch das, dass ich halt auch noch nicht so eine ausgewogene Biathletin war und noch nicht immer auf dem Punkt, vor allem jetzt auch mein Schießen abrufen konnte, ja, ist es dann immer so, ja, man geht da auch mit gemischten Gefühlen rein und ich sag mal, 33. Platz war schon in Ordnung, sag ich mal, und es war auf jeden Fall Potenzial nach oben. Es ging auf jeden Fall weiter für dich und wir haben gesehen, 2002 bist du auf eine Eisplatte ausgerutscht, hast dir dabei das Schienbein gebrochen. Stelle ich mir jetzt persönlich für eine motivierte junge Sportlerin dann auch mental sehr hart vor, oder? Ja, das Wadenbein habe ich mir gebrochen. Das war 2001 in Vukati. Okay. Und da waren wir eben im Trainingslager und die Schneeverhältnisse waren halt nicht ganz so prickelnd, dass wir halt dort joggen mussten und schießen. Und unsere Trainer waren noch so fein und haben uns dann so Schießmatten ausgelegt über die Eisplatten. Und ich bin da halt nicht drüber gegangen, sondern habe mich aufs Glatteis gewagt. Und das war dann einfach so, dass ich da ausgerutscht bin und wollte meine Waffe schützen, damit die nicht zerbricht. Ja. Die ist auch nicht zerbrochen, aber dafür war dann eben mein Wadenbein durchgeknackt. Und ja, das war schon auch, sage ich jetzt mal, ein Wendepunkt in meinem Leben. Und dann musste ich dann eben auch abreisen und war dann erstmal mit Gips zu Hause und habe dann Salt Lake City vor dem Fernseher und auf dem Radergometer dann verfolgt, wie die Mädels, mit denen ich noch ein paar Wochen davor in der Vorbereitung war, dann eben auch sehr erfolgreich waren. Und ja, das war schon, sage ich jetzt mal, eine schmerzvolle Erfahrung, die, denke ich, jeder Athlet dann auch mal vielleicht in der einen oder anderen Form dann auch so erlebt. Aber trotzdem dann immer wieder weiterzumachen und zu sagen, hey, du hast ein Ziel, auch wenn es jetzt gerade unterbrochen wurde, da weiterzumachen. Und ich bin dann, glaube ich, 7,5 Wochen später dann das erste Mal wieder auf Ski gestanden und habe einen Wettkampf bestritten. Und es hätte ja auch schlimmer sein können. Also der Wadenbeinbruch war jetzt, also Schienbein wäre schlimmer gewesen. Und von dem her, ja, habe ich das dann schon auch gut hingekriegt und habe mich dann natürlich auch
einfach ein bisschen umorientiert. Ich sag mal, wenn jetzt irgendwie sowas kommt wie ein Bruch, dann heißt es ja auch, okay, gibt's vielleicht auch Dinge, die du verändern möchtest oder brauchst da eine Veränderung, und habe mich dann auch schon mit mentalen Dingen auseinandergesetzt, habe Bücher gelesen und habe da versucht, dann eben auch meinen Kopf ein bisschen klarer zu kriegen. Ich habe immer gesagt, früher hieß ich ja Denkinger, und ich habe sehr viel drüber nachgedacht, mir vielleicht auch viel zu viel Gedanken gemacht, und erst nachdem ich dann eben meinen Mann, den Steffen Hauswald, geheiratet habe, dann lief es dann auch besser und habe sozusagen auch das Denken abgegeben. Ja. Und ja, das war auch schon, ja, da spielen auch viele Faktoren eine Rolle. Aber ich sag mal, ja, wenn du ein Leistungssportler bist, dann hast du ja auch immer Ziele vor Augen, und wenn du die nicht aus dem Augenwinkel verlierst und da zielstrebig vorangehst, dann geht es da auch immer wieder weiter. Aber mit Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, meintest du jetzt nicht Karriereende, ne? Sondern eher so in dem Sport dann selber noch Veränderungen, wo man was verbessern kann oder so? Mhm. Genau, es gibt ja immer Stellschrauben. Ja, ja. Ich hatte während meiner Karriere ganz, ganz viele Momente, wo ich einfach auch echt überlegt habe, oh komm, jetzt schmeiß alles hin, macht da keinen Sinn, du kommst hier nicht weiter. Und das sagt man aber so schnell in so einem Affekt heraus, und wenn dann mal ein bisschen Luft rangekommen ist, dann habe ich so in mich reingehört und wusste halt, hey, du kannst nicht aufhören, du hast noch ein Ziel und das möchtest du erreichen. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ich bin immer einmal mehr aufgestanden wie liegen geblieben. Und ja, ich denke, das ist nicht nur für einen Sportler wichtig, sondern einfach für die Menschen an sich auch, um weiterzukommen. Klar. Ja. Ja, ein Ziel definitiv auch Olympia wahrscheinlich gewesen. 2006 machen wir einen kleinen Sprung nach Turin, denn da waren ja deine ersten Olympischen Spiele, aber da bist du nur als Ersatz mitgereist und dementsprechend auch vorzeitig wieder abgereist. Wie waren damals deine Gefühle? Warst du da sauer, dass du nicht eingesetzt wurdest, oder einfach enttäuscht? Also ich sag mal, Turin waren wirklich so die schwärzesten Momente in meiner Karriere, muss ich schon sagen. Und ich war dabei, getreu dem olympischen Motto, dabei sein ist alles. Ja. Das ist ein toller Spruch, aber für einen Leistungssportler, der da wirklich nicht nur dabei sein will, sondern auch um die Medaillen mitkämpfen möchte, ist das halt wirklich einfach ein plumper Spruch. Und wir sind dann 2 Wochen bevor die Olympischen Spiele angefangen haben, waren wir in Obertiljach zur Vorbereitung. Und ja, ich hatte schon auch so die Hoffnung, dass ich in dem ein oder anderen Rennen dann eingesetzt werde. Ja. Und ich habe aber am zweiten Tag vom Uwe Müßiggang, der damals Bundestrainer war, auch gesagt bekommen, hey, du bist nur die Ersatzfrau, die zweite Ersatzfrau. Also wir waren 6 Mädels und es gibt ja nur 4 Startplätze. Ja. Und ja, das war dann schon echt hart für mich, da jeden Tag wieder zum Training zu gehen, gemeinsam mit den Mädels auf der Hütte zu wohnen und zu wissen, hey, also 2 Ersatzräder am Wagen zu brauchen, also die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr gering. Und mich da immer wieder aufzuraffen und die Hoffnung nicht aufzunehmen und auch diesen Team-Spirit hochzuhalten, das war schon echt krass. Und dann bin ich nach Turin gereist. Das olympische Dorf war nicht wirklich so ansprechend. Also das war alles noch so halbe Baustelle, wenn ich das jetzt vergleiche zu Vancouver. Mhm. Ja, und das war dann echt hart, jeden Tag dann auch da zum Training zu gehen und sich dann auch immer wieder aufzuraffen, und die Mädels und Jungs, die kamen dann jeden Tag mit einer anderen Medaille dekoriert wieder ins olympische Dorf zurück, und und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ich kann nicht mehr, ich packe das nicht und ich möchte jetzt einfach heimreisen. Und Turin ist ja jetzt nicht ganz so weit weg vom Schwarzwald, und der Uwe Müßiggang hat dann gesagt, naja, aber wenn wir dich in der Staffel brauchen, dann kommst du schon. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde dann schon hinfahren, aber das war dann nicht der Fall. Ja. Und es war dann auch wieder so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, du trainierst genauso hart wie die anderen, und vielleicht auch ein Stück weit so dieser Entschluss und diese Entscheidung, du hast es dir genauso verdient, dann nicht immer nur nebendran zu stehen, auch nicht auf dem Stocker, sondern ich hatte da auch mal eine Saison, wo ich, glaube ich, 11-mal Vierte geworden bin, und dann auch zu sagen, hey, du darfst auch erfolgreich sein und nicht das liebe, brave Mädel sein und den anderen den Vortritt zu lassen. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe nochmal geschaut, welche Stellschraube brauchst denn, wo brauche ich eine Veränderung. Und in 4 Jahren sind die nächsten Olympischen Spiele und das werden wohl deine letzten sein. Mhm, und da bist du diejenige, die dann auch die Medaillen gewinnt. Und das war dann wieder so ein Masterplan. Also so 4 Jahre
arbeiten. Und dann, wie gesagt, habe ich dann die letzten beiden Jahre meiner aktiven Zeit dann eben auch mich intensiv mit Mentaltraining beschäftigt und habe mir da mein Patentrezept zusammengebraut und geschustert, was mir dann schlussendlich auch den Erfolg dann beschert hat. Und da bin ich sehr dankbar und ja, konnte dann eben auf dem Höhepunkt meiner Karriere dann auch, als ich meinen Kindheitstraum mir erfüllt habe, dann eben auch Goodbye sagen. Ja, da kommt natürlich nachher auch noch zu. Aber man muss auch sagen dazu, du warst ja auch Teil der vielleicht stärksten deutschen Biathlon-Ära. Also du hattest da Damen im Team wie Magdalena Neuner, Kathi Wilhelm, Andrea Henkel, Martina Beck, Uschi Diesel, also fast alles Gesamtweltcup-Siegerinnen oder auch Goldmedaillengewinnerinnen. Wie war denn das dann zu der Zeit, mit diesen Damen zusammen zu trainieren oder auch die als Konkurrentinnen dann im eigenen Team zu haben? Ja, also als ich dann eben so aus der zweiten Liga in die erste dann auch reingekommen bin, das waren schon hart umkämpfte. Wir hatten ja damals noch 7 Startplätze und 6 waren meistens schon vergeben. Und wenn dann 11 Mädels um diesen einen Platz sich streiten, dann ist es halt immer Vollgas. Und als ich damals in St. Moritz waren wir zur Vorbereitung und es war ja auch in der Höhe, war jedes Training war da halt einfach sich anbieten und Vollgas, also wie Wettkampf. Und das hat mir dann auch echt den Zahn gezogen, da war ich dann total platt. Und natürlich ist auf der einen Seite schon echt super, wenn du so eine Konkurrenz, also die Weltspitze im eigenen Team hast, um dann immer eben auch den Gradmesser zu haben, zu wissen, hey, genau da stehe ich und da kann ich mir dann auch ausrechnen, wo es dann im Weltcup dann auch hingeht. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich schon auch echt hartes Brot. Da gab es jetzt schon auch Jahre, wo es einfacher war, im Weltcup-Team seinen Platz zu ergattern und auch dabei zu bleiben. Und ja, und die Trainer haben damals echt immer relativ schnell auch ausgetauscht. Also hast du ein Wochenende irgendwie nicht deine Leistung gebracht, dann durften die anderen zum Zuge kommen. Und wenn die dann eben gute Ergebnisse gebracht haben, dann warst du halt erstmal draußen und dann hieß es wieder, dich wieder neu anzubieten und zu hoffen, dass die anderen, ja, dass deine Leistung eben einfach reicht, wieder im Weltcup mit dabei zu sein. Und es waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre, wo da Höhen und Tiefen mit dabei waren. Aber die machen dich dann einfach auch noch ein Stück weit fokussierter und abgeklärter. Und ja, war aber schön, eine total schöne Zeit, die möchte ich auch nicht missen, mit den Mädels ein halbes Jahr unterwegs zu sein oder ein Dreivierteljahr, sag ich jetzt mal. Ja, und es sind viele Freundschaften entstanden, die jetzt auch über diesen längeren Zeitraum, wo ich jetzt auch nicht mehr aktiv bin, immer noch da sind. Und ich sag mal, weißt, wenn du als junger Athlet dann auch relativ früh aus dem Haus gehst, also ich bin ja dann mit 15 aufs Internat gegangen und du bist dann mehr oder weniger immer durch die Welt getingelt, dann hast du ja einfach auch, sind es deine Jugendfreundschaften, die andere jetzt immer zu Hause haben. Ja. Und von dem her war das einfach ein wertvolles Geschenk, mit den Menschen da eben zusammen zu sein. Und ja, natürlich gibt's immer wieder auch in einem Team Auseinandersetzungen, wo man sich dann auch wieder seinen Platz erarbeitet oder auch ja miteinander streitet oder uneinig ist, aber schlussendlich sind wir ja auch uns sicher gewesen oder waren uns gewiss, dass wir für Deutschland an den Start gehen. Und wir haben uns ja jetzt nicht gefunden, nur weil wir jetzt auf einer Wellenlänge sind und uns gut verstehen auf einer freundschaftlichen Ebene, sondern weil wir einfach unserem Beruf nachgehen. Und da haben wir uns auch immer wieder zusammen gerauft, aber es war wirklich jetzt nie irgendwie ein Zickenkrieg. Ja. Wir haben da uns auch immer wieder gut miteinander, also wir haben gut miteinander kommuniziert und uns angenommen, wie wir sind und dann eben auch ganz, ganz viele schöne, besondere Momente miteinander erleben. Ja, das hört sich auch schon mal sehr gut an, auf jeden Fall. Ist denn die Kadereinteilung damals auch ja vergleichbar gewesen, wie sie heute ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel im Weltcup halt eine gute Platzierung hattest, im Gesamtweltcup dann oder bei der WM oder bei Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hattest, dann warst du ja schon auch gesetzt, auch für die die ersten 3 Weltcups in der folgenden Saison. Und ja, also da gibt es, denke ich, schon auch noch Vergleiche oder das kann man jetzt auch noch so sehen, wie es aktuell ist. Und dann hat man ja immer wieder die Möglichkeit gehabt bei der Deutschen Meisterschaft, die dann eben auf Skirollern stattgefunden hat im Herbst, dann auch sich wieder für die Weltcup-Mannschaft anzubieten. Aber schöner war es natürlich schon, wenn du wusstest, okay, ich habe jetzt meinen Platz, ich kann jetzt mich super gut vorbereiten und muss jetzt nicht auf den Punkt fit sein im Herbst, sondern kann da eben auch noch die Monate nutzen fürs Training,
bis dann der Weltcup auch wirklich losgeht. Mhm. Also das ist dann schon nochmal ein Unterschied für den Kopf, ob du schon fix dabei bist oder ob du dich erst qualifizieren musst. Also das halbe Team war eigentlich schon immer gesetzt dann, oder fast schon das Ganze, kann man sagen, ne? Das Dreiviertel-Team, genau. Ja, wo wir schon so ausgiebig über die Damen oder über das Damenteam sprechen, lass uns auch kurz über die Staffel sprechen, denn du bist 20 Rennen teil gewesen dieser Damenstaffel und nur zweimal nicht auf dem Podium gewesen in dieser Zeit. Da kann ich mir vorstellen, da hast du dich doch bestimmt immer gefreut, wenn eine Staffel anstand, oder? Ja, also Staffel ist ja nochmal was Besonderes, weil es dürfen ja im Prinzip noch 4 starten und wenn wir 7 Mädels waren, dann war ja noch fast eine zweite Staffel, die nicht laufen durfte und es war dann schon immer eine sehr große Ehre, dann auch in der Staffel mit dabei zu sein und dann eben auch gemeinsam für Deutschland dann eben auf dem Podium zu stehen. Also nochmal was Besonderes, wo dann auch der Teamzusammenhalt dann nochmal mehr zum Tragen kommt. Hatten denn auch die Erfolge in der Staffel dann einen gewissen Einfluss auf deine Einzelrennen? Gute Frage. Ja, also ich sag mal, wenn du wusstest, dass du gut in den Einzelrennen aufgestellt bist, dann hattest du ja auch einfach ein gutes Gefühl für die Staffel und nicht irgendwie so, oh, ich bin jetzt hier irgendwie das Zünglein an der Waage oder so das schwächste Glied in der Staffel. Auf der anderen Seite hat eine Staffel eben ihre eigenen Gesetze und da kann auch mal eine Top-Athletin eben die Staffel verhauen. Ja. Aber es war immer so, dass da wirklich keine auf die andere sauer war, weil es hat jede mal das Erlebnis gehabt, die Staffel zu verhauen. Und das zeigt eben einfach auch so diesen Teamgeist und dass man eben zusammen gewinnt und verliert. Wenn du natürlich auch wieder eine gute Einzelleistung in der Staffel gebracht hast, dann gibt dir das natürlich auch wieder Selbstvertrauen und Sicherheit für die Einzelrennen. Und das ist natürlich schon auch einfach was Tolles, immer wieder die Erfahrungen mitzunehmen, die ich in den Einzelrennen gemacht habe, auch jetzt in dem Rennen in der Staffel. Dann jedes Rennen ist einfach eine gute Erfahrung, wo man sieht, okay, was kann ich mitnehmen, was war vielleicht nicht so gut, wo kann ich noch was verändern oder wo brauchst du Veränderung? Und also jedes Rennen ist einfach gut für die Weiterentwicklung. Mhm. Gab es denn damals auch schon Preisgeld für die Damenstaffeln im Weltcup? Ja, da gab es schon. Also ich hatte ja dann Glück, dass da dann auch schon die Preisgelder ein bisschen aufgestockt wurden. Und ich glaube, als die Uschi damals angefangen hat, da gab es halt relativ wenig Preisgeld und irgendwie so Geschenkekörbe oder irgendwelche Haarföhns oder sowas, was man auch brauchen kann. Aber wenn man dann schon 5 Föhns zu Hause hat, dann würde man sich vielleicht auch über monetäres Obolus dann auch freuen. Ja, von dem her war ich schon auch in der Zeit im Biathlon unterwegs, wo man sich dann auch schon ein bisschen was zusätzlich verdienen konnte. Ja, und das hast du ja dann auch gegen Ende deiner Karriere noch mehr getan, ne? Also dein erster Weltcup-Sieg, der hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber kam ja dann auch in der Saison 2008-09. Auch hier wieder Hochfilzen, das war auch dein erstes Rennen damals der Saison und du gewinnst hier den Sprint, bis an dem Wochenende auch noch Dritte dann im Verfolger geworden und im Einzel. Und zum Auftakt warst du aber verletzt in Östersund und deshalb auch nicht dabei. Warst du denn dann überhaupt gut vorbereitet auf den Saisonstart und wusstest, dass du hier auch oben mit angreifen kannst oder wie sah das aus? Ja, ich hatte damals Achillessehnenprobleme und auch mit dem Ellenbogen eine Entzündung. Ja. Und da habe ich dann in Munio, wo die anderen dann immer Biathlon trainiert haben, saß ich auf dem Ergometer und habe AKZ gezogen, also diese Zugmaschine für den Oberkörper und habe dann eben Trockentraining gemacht auf der Bude in unserer gemütlichen Hütte. Und ja, also ich habe mich dann einfach auf diese Situation eingelassen und habe sie einfach auch so angenommen, wie sie ist und gesagt, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, um mich trotzdem fit zu halten? Und ich bin dann eben, als die anderen in Östersund waren, war ich dann in Obertiljach bei so einem Alpencup und habe den dann gewonnen. Also es war dann so mein Auftaktrennen, aber natürlich einfach in einer anderen Klasse. Da war ja im Prinzip auch keine Konkurrenz da. Ja. Und es hat mir aber einfach auch ein gutes Selbstvertrauen gegeben. Und ich wusste, okay, mein Fuß, der hält. Ellenbogen ist auch wieder gut. Und dann durfte ich zum Glück dann auch in Hochfilzen an den Start gehen. Und vielleicht bin ich da auch ein Stück weit unvoreingenommen reingegangen, weil ich wusste ja nicht, wo stehe ich. Und manchmal ist diese Lockerheit ganz, ganz gut. Also mir hat sie auf jeden Fall immer gut getan, nicht zu viel zu wollen und verkrampft an den Start zu gehen. Und es war natürlich super,
dann meinen ersten Weltcup-Sieg in Hochfilzen dann zu erreichen und zu wissen, okay, hey, das Training, was du in Munio gemacht hast, dieses andere Training hat dir trotzdem was gebracht. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man ein bisschen, ja, was anderes dann auch braucht oder dass anderes Training dann eben genauso wirkungsvoll ist, wie wenn man jetzt jeden Tag immer nur im Kreis läuft und auf die schwarzen Scheiben schießt. Also das war schon super cool. Mhm. Und das war dann einfach so ein Durchbruch, wo der Knoten dann auch geplatzt ist. Ja. Und ja, dann stetig steil bergauf gegangen ist. Mhm. Ja, und dein erster Sieg ist nicht der letzte geblieben. Alle Einzelsiege, die du in deiner Karriere gewonnen hast, sind innerhalb von anderthalb Jahren passiert. Und das waren 7 Stück an der Zahl. Wie du schon sagst, da ist dann scheinbar der Knoten geplatzt, oder? Ja, also da habe ich dann auch gewusst, hey, du kannst jetzt wirklich dein Potenzial auch auf den Punkt abrufen, das, was in dir steckt. Und wenn ich so zurückblicke, ich war ja oft bei Weltmeisterschaften dabei, aber habe relativ wenig Medaillen die anfänglichen Jahre auch gewonnen. Ja. Wobei jetzt 2003 in Hanti-Mansijsk, da, wenn ich einen Fehler weniger im Einzel geschossen hätte, dann hätte es ja auch anders ausgesehen. Also dann wäre ich gleich mal bei meiner ersten WM Weltmeisterin gewesen. Ja. Und dann waren da erstmal ein paar magere Jahre dabei. Und ja, dann habe ich mich wieder Stück für Stück dran gearbeitet. Und jedes Mal, wenn wir auf WM-Vorbereitung waren und hatten dann noch so ein Abschlusstestrennen, das habe ich meistens gewonnen und bin dann einfach auch mit einem guten Gefühl dann auch zur WM gereist. Und als ich dann die WM-Startnummer drum hatte, dann hat es irgendwie, keine Ahnung, da war es im Kopf, war da wieder so eine Blockade da und ich konnte einfach die Leistung, die ich wirklich auch drauf hatte, nicht auf den Punkt abrufen. Und das war eben einfach so diese Stellschraube Mentaltraining, die mir dann dazu geholfen hat, dass ich dann auch, wenn ich bei einer WM an den Start gegangen bin, dann eben auch das Potenzial abrufen konnte. Und das bin ich schon sehr dankbar, dass ich diesen Weg dann auch noch für mich so entdecken konnte. Ja, in der Saison 2008-09 definitiv auch noch ein Highlight von dir aus deiner Karriere, die Weltmeisterschaft in Pyeongchang. Hier hast du deine einzige Einzelmedaille geholt, und zwar die Silbermedaille im Sprint. Mit welcher Einstellung bist du hier an den Start gegangen im Sprint, nachdem du ja zuvor dann den ersten Platz im Sprint geholt hast? Ja, also das war schon auch eine besondere Saison und auch natürlich WM. Mhm. Weil im Vorfeld stand ja der Fokus schon auch von den Medien ja sehr stark auf mich gerichtet. Es ist eine Halbheim-WM für mich. Und ja, das hat sich dann wirklich auch so durchgezogen. Und ich bin dann nach Südkorea gereist. Meine Eltern waren da, meine Verwandtschaft war teilweise auch vor Ort. Und da eben auch meine erste Einzelmedaille zu erreichen und zu gewinnen, das war schon sehr bewegend und ein Gänsehautmoment. Und ich sag, Früher habe ich eben so diese koreanische Seite auch ein Stück weit gar nicht gelebt und auch vielleicht verdrängt, weil ich ja in meiner Kindheit auch viele Erfahrungen gemacht habe, die unschön waren durch mein Aussehen. Und es war vielleicht auch noch das war schon auch so ein Antrieb von mir, der mich dazu bewegt hat, da auch so über viele Jahre diesen Leistungssport auch zu frönen und es durchzuziehen und immer wieder aufzustehen, um den Menschen auch zu zeigen, hey, ich bin, auch wenn ich anders aussehe, wertvoll als Mensch. Und das eben so diese Anerkennung, die jeder Mensch auch braucht, da eben auch zu zeigen. Und ich sag mal, es gibt, glaube ich, viele Leistungssportler, die aus einem Mangel heraus solche Leistungen auch vollbringen. Das kann ich jetzt so als Mentalcoach auch sagen, dass da viele Anteile, die du ablehnst, dich auch ein Stück weit hindern, da weiter voranzukommen oder dein Potenzial auch auszuschöpfen. Und da in Südkorea habe ich einfach gemerkt, hey, du bist nicht nur die deutsche Simone Hauswald, sondern auch die koreanische. Und da habe ich einfach auch mein 100% ausgeschöpft von dem, was in mir steckt oder was mich als Mensch auch ausmacht. Und es hat mir einfach gezeigt, hey, wenn du dich als Menschen annimmst mit all den Anteilen, die dich ausmachen, dann steckt viel, viel mehr in dir, beziehungsweise dann kannst du das dann auch zeigen. Und es war echt total schön, durch das, dass ich ja eben halb Koreanerin bin und halb Deutsche und die Kati damals gewonnen hatte, durfte ich trotzdem die deutsche Nationalhymne hören, obwohl ich nur Zweite geworden bin. Also das war sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, sie hat dreimal da gewonnen sogar, ne? Also hat da ganz gut abgeräumt. Hattest du denn auch wirklich diese besondere Verbindung zu Pyeongchang und Südkorea oder hattest du da eigentlich gar nichts mit zu tun und das wurde nur von den Medien so aufgebauscht dann? Ja, also
Ich war davor, waren wir einmal, also es ist ja immer so, dass man die WM-Strecken im Vorfeld schon mal laufen darf. Und da habe ich mich dann schon auch eingefunden und mich auch klar mit diesem Land identifiziere ich mich ja schon auch, weil das ja Teil meines Lebens oder meiner Geschichte auch ist. Und die Strecken, die muss man mögen, muss aber nicht, kann man. Und ja, also die Bedingungen waren ja nicht wirklich so super. Es gab viele Steine, die Streckenführung auf diesem Golfplatz war nicht wirklich so, was wir vorher auch im Vorfeld kannten von den anderen Orten. Ja. Und ich habe mich da aber einfach drauf eingestellt und habe gesagt, okay, das ist jetzt einfach die WM-Strecke und mach das Beste draus. Und es ist mir dann auch gelungen. Und ich habe mir dann gesagt, ja, die anderen sollen meckern, ich konzentriere mich und versuche da eben auch ja, mein Ziel zu verfolgen und da aufs Stockerl zu laufen. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und das war natürlich schon auch sehr besonders, diese erste Einzelmedaille in Südkorea zu erreichen. Ja, und ein Jahr später, dann war es soweit, ne? Vancouver 2010, die Olympischen Spiele. Du holst zweimal Bronze hier, Massenstart und Staffel. Und das waren ja für dich dann die ersten und einzigen Olympischen Winterspiele. Das hast du ja einen Vergleich zu den Weltmeisterschaften. Was ist da anders bei so einer WM zu Olympischen Spielen? Kannst du das mal beschreiben? Ja, Olympia ist schon so das Highlight, was jeder Sportler auch gerne für sich so erleben möchte. Und es findet ja nur alle 4 Jahre statt. Ja. Und das ist dann natürlich schon auch was Besonderes. Und WM ist ja jetzt bei den Biathleten jedes Jahr. Und da hat man ja öfters die Möglichkeit, dann eben auch Medaillen zu gewinnen. Und so ein Olympiazyklus über 4 Jahre dann eben auch anzugehen und sich darauf vorzubereiten, ist ja dann schon auch ein längerer Weg. Und ja, wir waren ja dann auch im Olympischen Dorf und mein Kanada ist einfach ein grandioses Land und da eben auch Teil dieser olympischen Familie auch zu sein, auch andere Sportler, die ich nur aus dem Fernsehen kannte, da mal zu sehen und auch am Tisch zu sitzen und die Eröffnungsfeier und auch die Medaillenzeremonien und auf der Medal Plaza und dann auch die Abschlussfeier. Das ist schon was man jetzt so von der WM auch nicht kennt und es ist sehr besonders und einzigartig und dann in Vancouver für mich dann auch so zu erleben und mir meinen olympischen Traum dann zu erfüllen, das war dann schon echt, ja, einfach was unbeschreiblich Schönes. Also das Drumherum ist dann auch nochmal ein bisschen größer oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also die Athleten, also nicht nur die Biathleten, sondern alle Sportarten sind da einfach wobei in Vancouver war es ja so, dass dann direkt, also wir waren ja in Whistler in dem Olympischen Dorf und in Vancouver waren ja dann die anderen Sportarten noch, die Eissportarten. Ja, aber du bist trotzdem in einer anderen Welt und tauchst da ein und das dann so mitzuerleben. Natürlich auch diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen immer wieder die Waffe irgendwo einzuschließen und dann eben durch die ganzen Sicherheitskontrollen zu gehen. Das hat schon auch was Besonderes, wo dir auch nochmal zeigt, hey, Olympia hat einen Stellenwert auf der Welt, im Sport, was es so auch gar nicht gibt, also was der Normalmensch auch gar nicht so erlebt. Und es ist schon sehr schön. Also man fühlt sich da irgendwie wie in einer anderen Welt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Im Massenstart hast du ja Bronze dann geholt und vor dir war Olga Zaitseva, ne? Die ist ja heute des Dopings überführt und lebenslang gesperrt auch mittlerweile. Ich glaube, sie wird jetzt eh nicht mehr laufen, aber mal abgesehen davon darf sie auch nicht mehr. Was denkst du dann jetzt im Nachhinein über diesen dritten Platz? Gerade weil es ja auch so eng war, ne? Also ihr seid ja auf der Zielgeraden noch ziemlich nah beieinander gewesen und du warst nicht weit von Silber entfernt. Also wenn ich mir nochmal das Rennen anschaue... Dann denke ich mir, oh, warum hast du nicht versucht, irgendwie noch ein bisschen länger an der Magdalena da dran zu bleiben, da vielleicht nochmal zu beißen. Aber in dem Moment war ich einfach, glaube ich, schon so zufrieden in dem Wissen, hey, du hast eine Medaille, du kannst deine erste erste Medaille bei Olympia gewinnen, dass ich da vielleicht schon ein Stück weit losgelassen habe. Und für mich war die Bronzemedaille einfach so unbeschreiblich schön und ich habe mich so gefreut. Und ich hatte ja dann eben den Sprint vergeigt. Da war ich ein bisschen zu entspannt, so im Nachhinein. Also wenn ich so überlege, wir hatten ja damals in Großheim auch immer so kleine Heckenrennen, sage ich jetzt mal. Ja. Und da war ich immer so aufgeregt, weil ich wusste, okay, die Leute, die jetzt, keine Ahnung, also nicht so weit wie jetzt in Oberhof oder Ruppolding vom Schießstand weg standen,
die standen ja in Großheim, also gefühlt direkt hinter mir. Und da war ich immer so aufgeregt. Und wenn ich das jetzt so vergleiche zu diesem Sprint und die Verfolgung dann in Vancouver, da war ich so tiefenentspannt. Also das konnte dann auch nicht funktionieren. Und im Einzel durfte ich ja dann auch nicht laufen. Und dann war schlussendlich noch meine letzte Möglichkeit, mir jetzt wirklich eine Einzelmedaille bei Olympia zu erreichen, dann eben dieser Massenstart. Also es war wie Pistole auf der Brust. Okay, jetzt ist die letzte Chance, nutzt sie oder nicht. Und gut, es ging ja dann los mit 2x0 im Liegen. Da war ich schon richtig gut dabei. Und dann habe ich eben diese zwei Fehler im Stehen geschossen beim ersten Mal. Und ja, dann war ich ja eben wieder weg. Und das zeigt aber immer wieder, dass Biathlon bis zum Schluss spannend bleibt und die Null dann hinten raus beim zweiten Stehen, das war dann eben einfach auch der Lohn für diese Medaille. Und ja, das war einfach super cool. Und manchmal brauche ich einfach so ein bisschen diesen Druck. Ja. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Genau diese Balance, die es einfach auch beim Biathlon braucht, um da den harmonischen Biathleten auch zu zeigen. Und das ist mir dann auch gelungen und das war dann einfach sensationell und ich habe mich da total gefreut und habe da eben aber auch nicht so viel drüber nachgedacht, dass die anderen mich jetzt irgendwie beschissen haben durch Doping, sondern ich habe einfach immer wieder versucht, hey, wenn du ruhigen Gewissens sagen kannst und dir jeden Abend und jeden Morgen in die Augen schauen kannst im Spiegel, dass du deine Leistung einfach dir sauber und mit hartem Training auch erarbeitet hast, dann ist es einfach viel, viel wertvoller, weil ich denke, die Menschen, die dopen und wissen, okay, ich beschummel jetzt und ja, bediene mich jetzt unfairer Mittel, also es ist ja einfach so ein innerer Druck, der da irgendwann dich zum Zerbrechen bringt und von dem her, ja, ist es einfach schon auch für mich jetzt wichtig gewesen zu wissen, ich habe mir das einfach ehrlich und hart verdient mit täglichem Training. Und trotzdem ist es sehr, sehr schade. Klar, wenn man überlegt, also man könnte ja jetzt auch rechnen und sagen, okay, die hat jetzt so oft beschummelt, okay, da hätte ich da noch weiter vorne sein können, aber schlussendlich, ja, muss es jeder selber für sich entscheiden. Ja, klar. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Genau, du hast schon gesagt, im Einzel bist du nicht an den Start gegangen, beziehungsweise durftest du nicht starten. Bei den guten Schützinnen zu dieser Zeit im Team auch vielleicht wenig verwunderlich, aber du hast ja im Jahr zuvor bei der Generalprobe in Kanada sogar den Einzel gewonnen, auch mit null Fehlern. Also das müssen doch die Trainer irgendwie auf dem Schirm gehabt haben, oder? Also das vergisst man doch nicht. Wie ist es dann doch zu dieser Entscheidung gekommen, dass du da nicht an den Start gehen darfst? Ja, die Martina Beck durfte ja dann im Einzel laufen und die Trainer haben ja schon immer geschaut, dass die Martina hatte ja auch ihre Leistung und ihre Leistung auch gebracht und sich angeboten für einen Einsatz. Und da haben die Trainer dann schon auch versucht, so die Einsatzkonzeption zu gestalten, dass jede auch die Möglichkeit hat, da eben an den Start zu gehen. Und durch das, dass ich da die zwei Jahre davor eben viel im Laufen auch draufgepackt habe, ist natürlich auch überlegt der Trainer dann auch, okay, im Laufen, im Sprint brauchst du ja auch diese Laufstärke. Und die Martina ist ja schon seit jeher einfach auch eine sichere Schützin gewesen. Und von dem her hat sie sich den Einsatz dann im Einzel auch verdient gehabt, ja. Okay. Ja. Und wo wir hier deine ganzen Großevents Revue passieren lassen, fällt auf, dass du im Seniorenbereich leider, dass es da nie für die Einzelgoldmedaille gereicht hat. Ist das vielleicht etwas, was dir heute noch in deiner Sammlung fehlt? Also ich habe meinen Medaillensatz komplett, den WM-Satz. Und ja, also ich habe jetzt nie gehadert irgendwie. Klar haben die anderen viele Jahre mehr ihre Medaillen sich ja nach Hause gebracht und sich verdient. Aber es war einfach ein anderer Weg, der für mich jetzt vorgesehen war. Und ja, jetzt das letzte Rennen in Hanti-Mansisk bei der WM, dann eben auch bei der Mixstaffel, dann noch die Goldmedaille zu gewinnen und den Medaillensatz komplett zu machen, das war einfach so der goldene, krönende Abschluss meiner Karriere. Und von dem her, sag mal, damals war es ja wirklich auch so, dass so viele Athleten und Athletinnen dann das Potenzial hatten, Medaillen zu gewinnen und da eben auch eine davon zu bekommen, war dann schon auch was Besonderes. Da war, ja, und der Uwe Müßigkeit hat immer gesagt, ja, im Weltcup oder bei der WM, eine muss durchkommen, ihm ist egal wer. Und das haben wir ja meistens dann auch geschafft. Und von dem her war das damals schon auch echt hart umkämpft, da
und was Besonderes, wenn man dann auch eine Medaille gewinnen konnte. Was war denn in deiner Karriere so das ganz große Ziel, was du dir immer vorgenommen hast, aber vielleicht auch nicht erreicht hast? Oder hast du alles erreicht? Also ich habe schon, also mein Kindheitstraum war, bei WM und Olympia Medaillen zu gewinnen. Vielleicht hätte ich das dann noch so im Nachhinein ein bisschen konkretisieren sollen, dass nur die Goldmedaille zählt. Ja. Aber das stand jetzt nicht so in meinem Fokus. Und da war ich vielleicht noch ein bisschen zu, so gnädig mit den anderen. Keine Ahnung, wie man das auch nennt. Aber für mich ist das einfach jetzt so passend und stimmig, dass ich das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, könnte dann auch ruhigen Gewissens und mit einer Herzensentscheidung dann auch meine Karriere beenden. Obwohl auch viele gesagt haben, beziehungsweise das nicht verstanden haben, hey, warum hörst du jetzt auf? Du bist doch jetzt auf dem Höhepunkt. Jetzt kannst du mal voll absahnen, kannst du mal Geld verdienen. Und das stand für mich aber gar nicht im Fokus. Und ich wusste ja auch schon am Anfang von der Saison, also von meiner letzten Saison, dass das definitiv die letzte sein wird. Und habe da schon auch so diesen Loslassprozess dann auch gestartet und habe mich dann auch immer, ja, wenn ich jetzt, also ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich das letzte Mal in Pokljuka gestartet bin und dann am Montag die Heimreise angetreten habe, dass ich dann nochmal durch so einen Rückspiegel vom Auto geschaut habe und so die, damals war so strahlend blauer Himmel und die Sonne lugte da so hinter den Bergen hervor und ich habe mich da einfach nochmal bedankt für die Momente und die Jahre, wo ich da in Pokljuka war oder auch an anderen Orten, für das, was ich da erleben durfte und habe da Goodbye gesagt. Und es war dann einfach so eine schöne Saison, wo ich so Stück für Stück dann auch mich vorbereitet habe auf das Leben danach. Und ist super cool, dass das alles so aufgegangen ist, dann eben auch mit Olympia und WM. Und es war dann schon auch schön, einfach zu wissen, okay, du schließt jetzt da ein Lebenskapitel ab und es kommt was Neues. Ich wusste ja schon auch, was ich machen möchte und wie es weitergeht. Und ich denke, das ist dann auch immer schön für einen Athleten, dann auch wieder ein neues Ziel zu haben und dann auch aus eigener Entscheidung dann zu sagen, okay, ich höre jetzt auf und nicht aufgrund von fehlender Leistung oder einer Verletzung dann aufhören zu müssen. Und das war einfach, ja, mein Weg so. Genau. Ja, und konkret bekannt gegeben hast du das dann nach deinem Sprintsieg in Oslo zum Saisonende hin. Da warst du 30 Jahre alt. Wann wusstest du, hast ja gerade schon gesagt, so vor der Saison, dass du deine Karriere beenden willst. Wie hast du das denn dann letztendlich so beschlossen? Ja, also wenn man mal 30 ist, dann tickt ja auch die Uhr für eine Familie. Und durch das, dass mein Mann eben auch ein bisschen älter ist und ich auf jeden Fall eine Familie wollte und Kinder haben, dann ist mir die Entscheidung schon auch leicht gefallen. Und das war schon auch spannend, da in Oslo eben nach dem Sieg mein Karriereende bekannt zu geben. Ja. Und ja, dann gewinne ich da in Norwegen einmal am Donnerstag und dann ist der König nicht da. Und das war, da habe ich gedacht, ey, kann doch jetzt echt nicht sein. Und dann habe ich mir so zum Ziel gesetzt, okay, dann gewinn einfach am Samstag nochmal, dann ist der König sicherlich da. Und dann habe ich das natürlich echt geschafft. Und als ich dann beim König oben war, habe ich dann nur gesagt, also bis morgen. Und am Sonntag habe ich dann nochmal gewonnen. Ja. Und das war also unbeschreiblich, wenn ich da so zurückblicke, dass ich da dreimal hintereinander gewinne. Also das gab es bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass eine Athletin oder Athlet dreimal hintereinander gewinnt. Und ich bin jeden Abend aufs Zimmer gekommen und mein Mann, der Steffen, der war da das erste Mal eben dabei bei einem Weltcup und hat mich angefeuert und ich habe immer gesagt, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da geht. Aber so rückblickend, sage ich mal, durch das, dass ich da auch wusste, okay, ich höre jetzt auf, ich muss es jetzt niemandem mehr beweisen, ich muss es mir selber nicht mehr beweisen, gab es dann nochmal so 2-3% an Potenzial, die sich da entfalten konnten, ja, also diese Leichtigkeit auch immer wieder in diesen Wettkampf auch mit reinzunehmen und trotzdem auch die Anspannung zu haben, also so eine gesunde Balance auch zu haben. Das ist mir damals eben auch richtig gut gelungen und es hat sich total gut angefühlt und es war schon echt eine Sensation und es hat mich total gefreut, hat sich sehr gut angefühlt. Ja, was du ansprichst mit der Leichtigkeit, das sieht man ja bei einigen Athleten, die ihre Karriere dann mal
vorher oder das Karriereende bekannt gegeben haben, dass es dann auch bei denen gut lief. Bei dir war es so, deine letzten zwei Saisons, das waren auf jeden Fall die stärksten deiner Karriere. Ne? Du hast gesagt, 3 Siege nochmal zum Abschluss hier auch in Oslo. Und du bist ja dann Zweite im Gesamtweltcup geworden, hast sogar noch die Sprintwertung gewonnen, Zweite im Verfolger und in der Massenstartwertung. Und in deinem letzten Rennen hast du ja dann auch, wie eben schon mal gesagt, die Goldmedaille noch geholt mit der Mixstaffel. Fällt es da nicht unglaublich schwer, dann auch aufzuhören, auch wenn man schon die Pläne hat? Nee, also für mich gab es in keinem Moment irgendwie einen Zweifel, dass das eine falsche Entscheidung war. Also ich habe auch nie drüber nachgedacht. Auch der Thomas Tüller vom DSV, der hat mich dann noch angerufen, nachdem die Saison dann aus war. Ja, Simone, willst du nicht noch weitermachen? Komm, wir brauchen dich. Und also da konnte keiner an dieser Entscheidung auch rütteln. Die war felsenfest in Stein gemeißelt. Und das war einfach auch gut so. Und ich denke, das muss einfach aus dem Herzen herauskommen. Und es war eine stimmige Herzensentscheidung, da aufzuhören. Und ich habe da nie irgendwie dran gezweifelt. Und es ist ja auch kein Zuckerschlecken immer so viele Jahre. Also ich war 20 Jahre Leistungssportlerin. Ja. Und du hast ja dann auch sehr viele Entbehrungen, die du da in Kauf nimmst. Und da eben auch mal jetzt sich auf andere Dinge zu freuen, Dinge zu machen, die vielleicht so während deiner Karriere auch zu kurz gekommen sind. Ja, das wollte ich dann auch noch so für mich erleben und von dem her war das einfach so, dass mich keiner davon abhalten konnte, da irgendwie einen Rückzieher zu machen. Mhm, ja. Aber hast du dich nicht auch dann in den nachfolgenden Jahren nach deinem Karriereende dabei erwischt, dass du so gedacht hast, was wäre da wohl noch gekommen oder was hätte da noch kommen können bei dir in der Karriere? Nee, also definitiv nicht, weil es ist, wenn, ich sag mal, wenn du einmal losgelassen hast und es einfach eine Entscheidung ist, dann und du würdest die rückgängig machen, glaube ich, würdest du nie an diese 100%, die du im Vorfeld auch hattest, dann auch zurückkommen. Und wenn du, sag mal, wenn du jetzt auch wirklich diesen Anspruch hast und du weißt, was du schon auch mal gebracht hast, dann ist es einfach ein Gradmesser, an dem du wahrscheinlich nie zurückreichen oder wieder hinkommen kannst. Und von dem her habe ich mir da nie Gedanken gemacht. Ich war dann echt auch froh, nicht irgendwie wieder die Tasche zu packen und Wäsche zu waschen und wieder einzupacken, sondern sagen, oh, ich kann jetzt einfach mal Wochen, Monate in meinem eigenen Bett schlafen und das auch mal zu genießen, wie das ist, mehr zu Hause zu sein und ja, mal andere Dinge zu machen, die sonst so, wie ich schon gesagt habe, immer zu kurz gekommen sind. Mhm. Ja, was uns noch aufgefallen ist, deine Laufzeiten, die waren unglaublich stark in deinem letzten Winter. Du warst hier nämlich die drittbeste Läuferin in der Saison und hast dazu auch noch richtig gut geschossen gegen Ende vor allen Dingen. Was war denn da los, dass es auf einmal läuferisch dann so gut noch lief, in ja schon im höheren Alter, ne? Vielleicht sogar das beste Alter für eine Biathletin, aber da hast du nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, auch zur Vorsaison zum Beispiel. Ja, ich habe einfach anders trainiert. Also ich habe das, was an guten Dingen, was ich so an Erfahrung gemacht habe, von den Saisons davor, die habe ich einfach, wie ich schon gesagt habe, mit meinem Patent oder in mein Patentrezept auch mit reingepackt und neue Dinge ausprobiert. Und klar, ich habe immer eine gute Grundlagenausdauer gehabt und mir hat ja manchmal auch so diese Spritzigkeit gefehlt. Und ich habe dann einfach mein Trainingsprogramm ein bisschen umgestellt, habe dann eben auch mehr härtere und kürzere Einheiten dann eingebaut. Und wenn einfach mal diese Basis, dieser stabile Grund dann eben auch da ist, dann bedeutet es eben auch, dann so oben die Spitzen von der Pyramide noch auszubauen. Und das habe ich dann eben auch mit dem Steffen, der damals ja eben auch mein Heimtrainer war, dann so gut ausgetestet und aufgebaut, dass das dann eben auch so gepasst hat. Und das war schon auch für Außenstehende dann manchmal ein bisschen nicht greifbar, warum ich jetzt dann auch nochmal so im höheren Alter so draufpacken konnte, gerade im läuferischen Bereich. Und natürlich hat das Mentaltraining mir dann auch geholfen. Ich war ja schon auch im Training immer eine gute Schützin und das dann eben auch im Wettkampf dann zu zeigen. Und klar, wenn du im Laufen dann gut bist und das im Schießen auch noch auf die Reihe kriegst, dann ist einfach der Weg für ganz nach oben auch geebnet. Und das war dann einfach super, dass ich da noch so mich als Biathletin so komplettieren konnte, sowohl im läuferischen als auch im Schießbereich. Und damals, als ich im Munio eben an diesem AKZ da auch gezogen habe, da konnte ich dann eben auch nochmal von meiner von meiner Oberkörpermuskulatur dann eben draufpacken, weil ich war immer schon von jeher eine Beinläuferin und mir hat es halt oben gefehlt.
und Doppelstock schieben war für mich echt immer ein Graus. Mhm. Und ich habe dann aber eben auch gemerkt, ey, das AKZ, das ist ja voll super. Und dann habe ich mich dann mit diesem AKZ so gut angefreundet und habe da so viel Spaß gehabt, auch da zu trainieren. Und wenn du dann einfach merkst, hey, da geht ja echt was vorwärts, dann habe ich das natürlich dann auch extrem stark in mein Trainingsprogramm mit eingebaut und habe dann abends eben noch mal eine halbe Stunde AKZ gezogen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass da schnell ja noch weiter nach oben geht und ja, ich mich dann auch noch vom Körperlichen her noch ein bisschen mehr vollkommen konnte. Und das war einfach dann auch nochmal so ein, ja, so ein kleines Gewürzchen, sage ich mal, in meinem Rezept, was mir dann auch geholfen hat, da meine läuferische Stärke dann noch zu verfeinern und ja, zu vervollkommnen. Mhm. Ja, nicht schlecht. Wir haben am Anfang gesagt, du hast dein erstes gelistetes Rennen gewonnen und dann eben auch das letzte gewonnen. Also so schließt sich der Kreis bei dir. Aber rückblickend kann man schon sagen, als Fazit bist du sehr zufrieden mit deiner Karriere, oder? Ja, absolut. Also ich kann dem nur zustimmen und das unterschreiben, dass ich schon auch sehr zufrieden bin mit dem, was ich so erreicht habe während meiner Zeit. Und ja, als ich damals 98, habe ich so einen Spruch gehabt, dass Sport nicht alles im Leben ist, sondern nur ein Teil davon. Mhm. Und der mich Höhen und Tiefen meines Daseins deutlich spüren lässt und mich danach formt. Und es war vielleicht auch ein Stück weit so ein Glaubenssatz, der sich dann eben auch durch meine Karriere gezogen hat, wenn man mal so schaut. Also es waren immer wieder so Höhen und Tiefen da, die sich dann so durchgezogen haben als roten Faden. Und wenn ich nochmal in einem anderen Leben vielleicht Leistungssportlerin werde, dann werde ich mir ganz genau überlegen, welchen Slogan ich mir für meine Karriere dann aussuche. Ja, sehr schön. Simone, wenn wir über Biathlon sprechen, dann ist ein sehr wichtiger Punkt oder ein sehr wichtiger Aspekt auch diese mentale Komponente. Das erzählen uns auch immer wieder die Sportlerinnen und Sportler, die bei uns hier zu Gast sind. Und wir haben es auch eben schon rausgehört, deine neue Karriere, die du sozusagen gestartet hast, die hat damit zu tun, du bist heute ausgebildeter Mentalcoach. Erzähl uns doch einfach mal, was genau bedeutet das? Ja, also ich wollte immer schon Menschen helfen oder begleiten. Also schon mit 14 habe ich erst überlegt, okay, möchte ich Medizin studieren oder möchte ich irgendwie ins Ausland gehen oder Theologie studieren? Also es war schon immer so ein innerer Antrieb, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und durch das, dass ich eben auch so gute Erfahrungen während meiner sportlichen Zeit mit Mentaltraining auch gemacht habe, war da schon auch so dieser Weg geebnet für meine zweite Berufung nach dem Biathlon. Und habe dann, wie gesagt, eben auch eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht und halt jetzt eben Vorträge, gebe Workshops für Führungskräfte und Interessierte im Bereich Mentaltraining. Ja, weil eben der Kopf auch entscheidet und der Kopf gewinnt und alles beginnt mit einem einzigen Gedanken. Und wenn du schaust, ein Haus wird gebaut, in dem jemand eben eine Vorstellung davon hat und es dann eben auch ins Tun umsetzt. Und es ist einfach was Schönes, da eben auch Menschen sowohl aus meiner Karriere mit Erfahrungen zu bereichern und dann aber trotzdem auch den Menschen unabhängig von seinem Status, ob er jetzt Führungskraft ist oder Otto-Normal-Verbraucher, dann eben zu zeigen, hey, alles, was uns Menschen verbindet, ist ein Körper, sind die Gedanken und sind die Gefühle. Und diese eben dann auch in Einklang zu bringen, in eine Harmonie, jeden Tag auch nicht nur Körperhygiene zu betreiben, sondern auch mal deine Gedanken und deine Gefühle zu beobachten und die mit in dein Leben zu integrieren und da eben auch ja ein Stück weit dich vielleicht auch von Dingen zu befreien, die dich vielleicht auch hindern, weiter voranzukommen. Und das ist einfach meine Aufgabe, jetzt als Mentalcoach Menschen zu begleiten, dass sie ihr Leben eben auch bewusst so gestalten, dass es ja ihnen gut geht und sie sich zufrieden fühlen und merken, hey, das ist das, was aus meinem Inneren herauskommt und was ich leben möchte, anstatt jetzt immer nur unbewusst sein Leben zu leben und dich zu ärgern, dass und die Schuld vielleicht auch anderen zu geben und die Verantwortung auch abzugeben. Ich meine, es ist immer leichter zu sagen, hey, ich kann jetzt da nichts dafür, nur weil der Chef oder derjenige das und das gesagt oder gemacht hat, bin ich jetzt einfach dieses Opfer. Ja. Aber trotzdem immer wieder zu sagen, hey, was habe ich denn vielleicht auch dazu beigetragen? Und wenn man das jetzt nochmal so auf den Sport bringt, Erfolg wird ja meistens auch immer so als Erfolg ist immer nur positiv.
Ja, aber ja. Erfolg, wenn man das mal als Wort sieht, Erfolg ist einfach ein Ergebnis deines vorangegangenen Handelns. Und wenn du halt nur das reingegeben hast, dann ist dieser Erfolg vielleicht einfach nur ein vierter Platz. Und wenn du aber schaust, okay, was brauche ich denn noch, was muss ich denn noch mehr reingeben, dass dann der Erfolg und das Ergebnis anders aussieht, dann nehme ich eben auch ein Stück weit mein Leben selbst in die Hand, übernehme die Verantwortung für mein Tun, für mein Denken und für mein Handeln. Und dann ist es einfach, dann ist das Leben rund. Und das ist eben so meine Aufgabe, eben Menschen zu begleiten. Das macht total viel Spaß, da ein Stück weit meinen mentalen Werkzeugkoffer den anderen Menschen dann zur Verfügung zu stellen. Und das Schöne ist eben auch, dass ich als Mentalcoach bei den Klienten dann eben auch nicht sagen muss, hey, wir müssen jetzt irgendwo in ein Studio gehen, du hast da die Geräte, sondern alles, was du brauchst, um gut für dich zu sorgen, steckt in dir drin. Wir haben es oftmals halt einfach nur verlernt und wissen nicht, dass es da ist, dieses Werkzeug, aber das den Menschen auch immer mal wieder zu zeigen, also sage jetzt mal auch so diese Atmung, wir atmen ja ständig, ja? Aber du kannst dann trotzdem auch so eine Achtsamkeit herstellen, indem du eben bewusst auf die Atmung deinen Fokus auch lenkst und dich dann auch über die Atmung dann besser fühlst oder deinen Körper veränderst, deine Haltung veränderst, dann verändert sich auch deine Denke. Und das ist einfach das Schöne, dass ich jetzt nicht irgendwie was brauche, sondern ich kann zu den Menschen gehen oder mit den Menschen arbeiten und ihnen helfen und sie unterstützen, ihr Leben dann eben auch vielleicht auch von einer anderen Sichtweise zu betrachten. Und das macht total viel Spaß. Ja, hört sich ganz interessant an. Ist auch so ein Punkt, den die Norweger immer mal wieder in ihr Training oder mittlerweile auch in ihren Alltag einbauen, haben die uns auch schon erzählt. Aber hast du vielleicht auch so ein paar Tipps für unsere Zuhörenden hier, die man jetzt so konkret umsetzen könnte? Vielleicht so ein paar kleine oder so, um das einfach mal zu Hause anzuwenden, auszuprobieren oder sowas? Ja, also ich habe es ja schon angesprochen. Also die Atmung ist einfach ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool. Ja. Also ich sag mal auch wirklich das Werkzeug, wo du mehr und mehr auch den Fokus wieder zu dir holen kannst. Und ich erzähle dann immer in meinen Vorträgen, es gibt ja so dieses Reizreaktionsmodell. Also es kommt irgendwie ein Reiz von außen und dann wird es irgendwie abgeglichen in deiner Blackbox, in deinem Unterbewusstsein und du reagierst aufgrund von vorhergegangenen Erfahrungen. Und wenn das aber eine Reaktion ist, die vielleicht aus der Erfahrung heraus nicht ganz so toll war und du vielleicht überlegst, okay, wie könnte ich das vielleicht anders machen, dann ist es eben auch wichtig, da mal Luft ranzulassen, einfach mal kurz durchzuatmen und dann eben nicht in eine Reaktion zu kommen, sondern in eine Proaktion, einfach ins Handeln. Und wenn du zum Beispiel an der roten Ampel stehst und du hast eilig und du ärgerst dich, dass diese Ampel gefühlt eine Minute lang rot ist, dann hast du eben entweder zwei Möglichkeiten. Entweder du ärgerst dich jetzt eine Minute oder du sagst, hey, danke für diese eine Minute oder 20 Sekunden, die ich jetzt einfach mal für mich habe, eine Atempause, eine bewusste Atempause auch einzulegen, tief durchzuatmen. Und du kannst sogar entspannt deine Augen schließen, weil wenn es grün ist, dann hupt der hinter dir und du kannst dann wieder loslaufen. Oder auch wenn du an der Supermarktkasse stehst und die Frau vor dir hat wieder vergessen, irgendwie das Gemüse oder das Obst zu biegen, dann kannst du dich ärgern oder sagen, hey, danke. Ja. Einmal kurz durchatmen und dann sieht die Welt schon anders aus. Also die Atmung ist wirklich ein Punkt, wo ich auch immer meinen Klienten sage, hey, lass mal kurz Luft ran. Dann kommt mehr Sauerstoff in dein Gehirn, dann handelst du auch ganz anders und ja, das ist immer so ein wichtiges Werkzeug und das kann jeder Mensch für sich immer wieder auspacken, weil du atmest ja eh, aber die Qualität deines Atmens, ja, zeigt dann auch oder gibt dir dann auch eben auch eine andere Lebensqualität. Das ist sowas, was ich den Zuhörern jetzt auch so mitgeben kann. Ja, sehr gut. Kleine Bausteine, die man im Alltag einbauen kann. Genau. Ja, ich würde sagen, man hört auf jeden Fall raus, dass du hier deine zweite Berufung nach dem Biathlon definitiv gefunden hast. Wie sieht es denn sonst in deiner Freizeit aus? Wie kommst du runter oder wie vertreibst du dir deine Zeit? Die Zeit ist sehr knapp bemessen mit zwei Jungs zu Hause. Also jetzt war ja eben auch gerade eine harte Zeit, wo wir viel im Homeschooling auch waren. Ja, klar. Und da war ich dann eben auch sehr gefordert von morgens bis abends. Und durch das, dass dann die Jungs eben nicht so ausgelastet waren, waren die Abende dann auch relativ kurz. Die sind dann teilweise später ins Bett gegangen wie ich. Aber ansonsten schaue ich schon, dass ich dann gleich nach dem Aufstehen dann schon eine halbe Stunde in den Wald gehe, dann meine Meditation mache, mich ein bisschen bewege
und dann eben auch gut in den Tag starte und auch mal abends was lese und ja, einfach viel an der frischen Luft bin, in der Natur mit den Kindern. Und ich denke, das ist einfach was Wertvolles, was wir als ja auch Geschenk oder ich als Wertschätzung auch sehe, dass ich hier im Schwarzwald ja so eine tolle Natur und eine Umgebung habe, wo ich ganz, ganz viel auch mit mir zusammen sein kann. Und sag mal, der Sport, der verbindet mich einfach noch, diese Bewegung. Und es tut einfach gut. Und ja, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie 10 Kilometer in einer gewissen Zeit laufen, sondern wenn ich halt Lust habe, dann laufe ich halt ein bisschen länger. Ja. Und wenn ich Gefühl habe, boah, nee, heute ist langsamer einfach besser, dann brauche ich da nicht drüber nachdenken, ob das jetzt in meinen Trainingsplan reinpasst oder nicht. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man die Natur genießt und ja, einfach nicht so viel in der Bude hockt und ja, auch so seine sozialen Kontakte pflegt, was jetzt auch jetzt wieder mehr möglich ist. Ja. Hast du denn noch einen Trainingsplan jetzt oder gar nicht mehr? Also nur so wie... Nee. Ja, okay. Also mein Trainingsplan ist der morgens aus meinem Inneren zu mir hochkommt. Ja. Nee, ist ja auch okay. Ne? Ich denke, du hast ja auch ziemlich lange einen verfolgt. Aber verfolgst du auch heute noch Biathlon? Also bist du noch ein Fan? Ja, absolut. Also die ersten Jahre nach meiner Karriere, da war ich ja mehr beschäftigt, mich um unsere Zwillinge zu kümmern. Ja. Und die haben ja dann auch vorgegeben, wann was los ist. Aber jetzt, wo die Jungs ein bisschen größer sind, da schaue ich schon, dass ich jedes Weltcuprennen schon auch vor dem Fernseher anschauen darf. Und ich bin ja dann auch die letzten Jahre immer für die DKB auch noch in Oberhof und Ruhpolding dabei gewesen. Ja. Und durfte da eben auch die Gäste mit betreuen im DKB-Zelt. Und das finde ich schön, super schön. Bin sehr dankbar, dass ich da noch trotzdem noch Teil der Biathlon-Familie sein darf. Und es ist einfach, ja, schön, wenn man sich dann immer mal wieder trifft und sagt dann, diese Weltcup sind dann immer so ein kleines Klassentreffen, wenn die anderen Mädels dann auch dabei sind und da kann man sich dann wieder austauschen. Und ja, ich merke dann aber auch, okay, 2 Wochen sind okay. Das Biathlon hat sich im Grunde nicht groß verändert. Es ist immer noch das Gleiche und dann ist es auch wieder genug. Ja, klar. Simone, zum Schluss haben wir noch eine kleine Kategorie, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und die wollen wir auch mit dir hier noch durchfeuern. Da brauchst du auch nur ganz knackig zu antworten, mit einem Wort, einem Satz. Ja, erste Frage ist, hattest du ein Ritual vor jedem Rennen? Ja, also ich bin schon nochmal das Rennen durchgegangen, wie es jetzt laufen soll. Und ich habe aber auch immer die gleichen Socken angezogen. Ja, auch so ein Ding, was Dulla Holmler-Greit macht mit dem mentalen Durchgehen vom Rennen. Also vielleicht warst du so seine Vorreiterin auch irgendwann mal. Hattest du einen Lieblingsort im Weltcup, außer die deutschen Weltcuporte? Also ich war schon gerne auch in Handimansisk, vielleicht auch, weil es so meine erste WM war. Und durch das, dass ich ein bisschen so einen asiatischen Touch habe, haben die immer gefragt, ob ich da irgendwie aus Kirgisistan oder irgendwo aus Kasachstan komme. Aus der Mongolei. Ja, ja. Und von dem her war ich da schon auch gerne in Handimansisk unterwegs. Aber ich habe mich immer darauf eingestellt, jetzt der Ort, an dem jetzt gerade aktuell der Weltcup stattfindet, ist mein Lieblingsort. Aber ich kann sagen, warte mal, in Olvibli, das war einer der Orte, den ich nicht gerne angefahren habe, okay, wo ich nicht gerne war. Vor allem, wir waren da mal irgendwie 2 Tage vor Weihnachten und ich bin da im Sprint, glaube ich, 64. geworden, wurde von der Magdalena Forstag überrundet, durfte die Verfolgung nicht starten. Und wenn du dann 1300 Kilometer von zu Hause weg bist, dann war das schon auch so ein Erlebnis, was sich eingebrannt hat. Also, aber ansonsten bin ich sehr gerne an den meisten Orten auch gelaufen. Mhm. Ja. Welche war denn deine Lieblingsdisziplin? Alle. Alle? Alle, okay. Ja, das ist natürlich gut. Stehend oder liegend schießen? Eher liegend. Okay. Was war oder ist vielleicht immer noch das Coolste für dich am Biathlon? Ja, so dieser Ausgleich von Anspannung, Entspannung, was ja wirklich auch dieses Leben auch widerspiegelt. Auf der einen Seite eben auch arbeiten zu gehen und dann wieder die Ruhe zu finden. Also das finde ich einfach das Tolle am Biathlon, dass das 2 unterschiedliche Disziplinen sind, die danach streben, in Einklang zu kommen. Was war denn dann für dich das Schlimmste am Biathlon, jetzt so aus Athletensicht?
Wenn man gewonnen hat oder zur Dopingkontrolle ausgelost wurde und nicht Pipi machen konnte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir auch noch nie gehört. und früher war es ja so, da durfte man ja dann noch Bier trinken. Also ganz am Anfang, da gab es dann Bier. Okay. Aber da hat ja dann schon eins gereicht. Aber das hat dann schon manchmal, musste man dann auch echt viel trinken. Und dann konntest du endlich und dann war der Urin zu dünn. Und dann musste man nochmal warten, bis er dann einfach die Dichte hatte, dass die Dopingkontrolle dann auch aussagekräftig ist. Ja, und man ist dann total fertig und will eigentlich nur ins Hotel und auspacken und sich entspannen und Massage genießen. Und wenn du dann halt da ewig noch Stunden hockst, dann war das nicht ganz so angenehm. Ja, und das Bier dann auch nochmal, damit man am nächsten Tag bloß nicht nochmal gewinnt, ne? Genau. Das kann man sich gut vorstellen. Welcher war denn dein schönster Moment im Biathlon? Also es gibt viele schöne Momente und ich sage jetzt mal, auch jede Medaille hat so ihre Besonderheit, auch ihre Vorgeschichte. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also schon so diese Südkorea-Geschichte, dann Vancouver und dann eben auch Hanti-Mansijs das letzte Rennen. Das war schon auch sehr emotional, vor allem weil ich ja dann an dem Samstag war ja das letzte Einzelrennen, wo ich wusste, du wirst nie mehr in einem Einzelrennen im Weltcup starten. Und da musste ich erstmal in den Wald gehen und eine Runde heulen. Dann hatte ich eben meinen Schuh nicht richtig gebunden und habe dann im Massenstart 7 Fehler geschossen und das hat mein Selbstvertrauen natürlich sehr geknickt. Und dann hat der Uwe Müßiggang gesagt, ja, du läufst morgen dann die Mixstaffel und da war ich erstmal so, ich kann nicht laufen. War heute so schlecht und dann habe ich gesagt, doch, du läufst. Du bist mit der Magdalena jetzt gerade aktuell die stärkste Athletin. Und da war ich dann schon froh, dass er mich dazu zu meinem goldenen Glück gezwungen hat und es dann doch noch ein krönender Abschluss an dem Sonntag war. Ja, sehr cool. Hattest du damals Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Sport und wer war das dann? Ja, als kleines Mädchen hast du ja schon auch Vorbilder, ja, gerade was jetzt diese Sportart auch betrifft. Also habe ich ja vorher schon gesagt, die Uschi und der Fritz. Und wie sie alle heißen. Und es waren aber so diese Shaolin-Mönche, die meine Vorbilder waren, weil die einfach mit so einer extremen mentalen Stärke dann auch so ja, unvorstellbare Leistungen auch vollbringen. Und das waren schon so meine Vorbilder. Und jetzt so mittlerweile sage ich, dass jeder Mensch für jeden auch Vorbild sein kann, egal wie alt, klein, groß. Wenn du genau hinblickst und den Menschen mal betrachtest, dann kannst du bei jedem Menschen was rausholen, raussehen, raushören, was er vielleicht auch dir als Vorbild zeigt. Und das von dem her sehe ich jeden Menschen für mich als Vorbild und nutze es auch als Chance. Also bei jeder Mensch spiegelt ja auch den anderen was für sein eigenes Weiterkommen. Ja, ja. Okay, dann stell dir jetzt vor, du könntest dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, was würdest du nehmen und von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv? Also ich würde von der Laura Dahlmeier würde ich einfach diese mentale Stärke nehmen. Ja. Dann vom Ole Einar Bjørndalen diesen den unbändigen Willen und auch mal dieses einfach, ja so dieser unbändige Wille einfach auch dich zu fokussieren, dann auch so diese Beständigkeit von Martin Fourcade, die er hatte jetzt über so viele Jahre auch hintereinander den Gesamtweltcup zu gewinnen. Er hatte denn so eine Leichtigkeit, einfach auch so, da gibt es bestimmt ganz viele Biathletinnen und Biathleten, die einfach auch so mit so einer Leichtigkeit auch hingehen und so dieses leichte, spielerische, von wem auch immer, das würde ich auch noch mit dazu packen. Ja, sehr gut. Ja, und ich glaube, jetzt sind wir hier wirklich gespannt, was du zum Abschluss zu unserer letzten Frage sagst. Was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Okay. Ja, ist richtig, ne? Also ein bisschen fröhlicher sein wahrscheinlich einfach mal, ne? Ja, und das Leben besteht ja aus vielen aneinandergereihten Momenten. Und jeder Moment hat einfach was Besonderes, wenn du ihn auch so annimmst und damit all deinen Sinnen auch eintauchst und dankbar bist für das, dass du hier sein darfst. Mhm. Ja, sehr schön.
Das war dann auch die letzte Frage, Simone. Du kannst noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir heute noch folgen? Wo findet man dich, wenn man ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren will? Ja, auf meiner Homepage simone-hauswald.de. Auf Facebook bin ich vertreten, auf Instagram und LinkedIn. Da kann man dann schauen, was ich gerade so treibe, was für Angebote gibt und ja. Genau, würde ich mich freuen. Ja, die Links werden wir natürlich wie immer in die Shownotes packen. Und wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Und wünschen dir natürlich viel Erfolg auch für deine neue Karriere als Mentalcoach. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen. Ja. Mach's gut, Simone. Ciao. Tschüss. Ja, ihr auch. Tschüss. Ciao. Ja, mal wieder sehr spannend, Hendrik. Ne? So eine Karriere, so eine lange, erfolgreiche Karriere in der Rückschau. Also immer wieder toll zu hören, wie man dann auch nach so vielen Jahren dann auch mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt, was man vielleicht hätte anders gemacht oder auch wieder so gemacht hätte. Ne? Also ist immer sehr, sehr interessant, wie ich finde. Ja, war eine schöne Zeitreise und ich finde, das Wort Zeitreise passt ziemlich gut. Dann hast du dir hin und wieder schon mal alte Rennen angeguckt, also alte in Anführungszeichen von 2010, von 2008 oder so. Das sieht ja dann teilweise aus, als wäre es von 1990 oder so, also aus einem anderen Jahrhundert. Ja, das denkt man teilweise auch schon, wenn man Rennen von 2016 oder sowas sieht. Ne? Also die wären irgendwie von 2005 oder sowas. Genau. Das ist echt immer wieder verrückt. Aber nochmal zurück zu Simone. Hier merkt man auch wieder den mentalen Aspekt. Der war auch damals schon im Training fest verankert bei den Athleten und Athletinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so die Einzige war oder eine der Einzigen, aber ja, ich denke, liegt auch irgendwo auf der Hand, ne? Wenn man sich das Schießen einfach mal anguckt, dass das auch einen mentalen Aspekt irgendwo hat. Ich denke, das ist ganz klar. Und ich denke, die werden sich ja auch ein bisschen was abgeguckt haben von vielleicht Olympiaschützen, ne? Also Sportschützen, Schützinnen, die das wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange in ihrem Training verankert haben, seit sehr vielen Jahren. Ja, ich glaube, mit Simone haben wir jetzt dann hier auch mehr oder weniger so das Gerücht aus der Welt geschafft, dass diese mentale Komponente jetzt so eine Modeerscheinung ist. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, dass es jetzt bei jüngeren Athleten und Athletinnen erstmals so Gesprächsthema wurde. Aber dem ist ja nicht so. Wie wir jetzt gehört haben, ist die mentale Komponente schon ewig mit dabei. Also es ist nichts Neues. Ja, genau. Und dazu gab es natürlich auch noch so ein paar Tipps, die man in seinen Alltag einbauen kann mit der Atmung, ne? Oder wenn man sich mal aufregt. Ja, ja, genau. Kann man mal testen. Also hilft mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation. Beziehungsweise merkt man das vielleicht auch selber schon mal, wenn man das so unterbewusst schon mal gemacht hat oder so, wenn man sich mal aufgeregt hat. Ja. Und natürlich auch cool zu sehen, dass sie dann ihre Berufung darin gefunden hat und das weiterführt oder auch anderen Athleten, Athletinnen, aber auch normalen Personen damit weiter helfen will. Aber ich finde es mal interessant zu wissen, Hendrik, ob auch unsere Zuhörenden hier Mentaltraining oder Meditation so in ihren Alltag einbauen. Also wenn ihr das hier hört, schreibt uns das doch mal unter das Folgenbild. Würde mich echt mal interessieren, ob das sowas ist, was ihr vielleicht schon selber ausprobiert habt oder vielleicht auch gerade mit experimentiert und was ihr vielleicht auch damit für Erfolge erzielt habt oder inwiefern euch das geholfen hat im Alltag oder vielleicht auch auf der Arbeit oder in der Schule, wie auch immer. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur, dass es im Sport so ist, dass die mentale Komponente da vielleicht eine große Rolle spielt, das kann man ja auch im Alltag irgendwie mit einbauen und trifft wirklich in jederlei Hinsicht irgendwo auf Anwendung. Ja, eben, sehe ich auch so. Und deshalb schreibt uns das einfach mal. Würde mich echt interessieren. Und das Folgenbild bei Instagram am besten immer. Oder natürlich auch per E-Mail, ne? So erreicht man uns auch immer. Ja, genau. Alles wie immer in den Shownotes. Ansonsten kann ich nur noch sagen, abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns da natürlich auch am besten mit 5 Sternen. Und teilt das überall, ne? Mit jedem Freund oder Freundin, wenn ihr natürlich hiervon mehr haben wollt. Und dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, Hendrik, außer bis zur nächsten Woche oder hast du noch irgendwas? Nee, Ron, du hast das Ganze ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie immer, aber vielleicht der kleine Blick in die Zukunft. Nächste Woche erwartet uns wieder eine kleine Auslandsreise, kann man sagen, und es wird weltmeisterlich, also seid gespannt, wer da unser nächster Gast ist. Ich freue mich drauf. Oh ja, das war mal wieder ein heißes Interview. Ich bin auch gespannt, Hendrik, und jetzt sind wir aber wirklich raus. Wie sagt Peter Lustig immer, abschalten. Ja, da erinnere ich mich dran. Genau. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao.